Hi, heute gibt es ein Unboxing von meinem heiß ersehnten Jump Rope Set von Everrope. Ich habe vor einigen Wochen angefangen mit dem Seilspringen und hätte nie gedacht, dass es so viel Spaß macht und so extrem effektiv ist, weil ihr merkt wirklich jeden Muskel in eurem Körper. Das treibt euch die Pumpe dermaßen hoch und es ist nicht nur das Muskuläre, ihr müsst die Balance halten, ihr müsst den richtigen Rhythmus haben, ihr müsst die Koordination haben, ihr müsst gegebenenfalls die Schnelligkeit haben und das ist echt ein Mega-Workout. Ich hatte ein paar günstigere Seile bestellt, wo ich aber wirklich nicht wirklich mit zufrieden war und habe dann ein bisschen weiter geguckt, bin dann zuerst auf Crossrope gestoßen, die mir sehr gut gefallen haben vom Design her. Die versenden aber leider nur aus USA und bin dann über Crossrope wurde mir dann Everjump auf einmal vorgeschlagen und habe gedacht, gut, ist das gleiche Prinzip. Die Firma sitzt in Deutschland, was natürlich super ist und bietet umfassendere Sets im Prinzip für die Einsteiger an. Und das hat mir sehr gut gefallen. Habe dann um die Osterzeit den Rabattcode genutzt und bestellt. Hat leider etwas länger gedauert und da muss ich wirklich sagen, ist der Kundendienst von Everjump der Hammer. Also egal, ich hatte vorher ein paar Fragen, weil ich wollte das Melt-Set bestellen. Das ist also dieses leichtere Set und wollte aber das ganz leichte Seil nicht haben und hätte da lieber das nächst höhere Seil dann nach oben gehabt. Und es war überhaupt kein Problem. Ich habe mit Anita von Crossrope von Everjump jedes Mal geschrieben und die war super freundlich und ich musste nur einen gewissen Aufpreis, also die Differenz quasi zwischen den zwei Seilen bezahlen. Und ja, und dadurch, dass die Lieferung auch noch länger gedauert hat, haben sie mir sogar noch ein kostenloses Seil mit reingelegt, was wie ich auf der Versandbestätigung gesehen habe und das fand ich schon mal unfassbar. Also wo gibt's das? Vielen Dank schon mal Everjump dafür. So, und jetzt packen wir aber aus, jetzt gucken wir uns das Ganze an. So, okay. Okay, das sind die Griffe. Die hätte ich ehrlich gedacht von den Fotos her von Everjump, dass die dicker wären. Gefallen mir schon mal von der Dicke her sehr gut, weil ich habe da echt mit gerechnet, dass sie deutlich dicker wären. So wirken sie auf den Fotos. Aber die sind so, ich sag mal, wie ein Fahrradlenker im Prinzip. Oh, und die fühlen sich auch gepolstert an. Also das ist hier so ein PVC oder was Material, was ein bisschen geribbelt ist, wie ihr seht. Und man hat einen echt guten Grip und je fester man drückt, man merkt, es ist weicher. Gucken wir mal, wie die sich drehen, weil das ist für mich mit einer der Hauptgründe, weil meine Billigseile, die drehen sich im Prinzip gar nicht. Okay, das sieht ja schon mal mega aus. Also drehen tun sie sich top. Hier oben ist dieser Verschluss, wo ihr die Seile mit austauscht. Den schiebt man nach hinten. Und dann schiebt man das Seil hier oben rein. Okay, da haben wir zwei Stück von. Mal gucken, ob der andere sich auch so dreht. Yes, wunderbar. Kleine Beschreibung. Ah ja, die haben auch eine App. Die habe ich auch. Dabei muss ich allerdings sagen, gefällt mir die von Crossrope besser. Weil Crossrope hat dann zum Beispiel auch so für so absolute Anfänger für mich, wie mich, die das letzte Mal vor Jahrzehnten im Schulunterricht gesprungen sind, auch die verschiedenen Springtechniken erklärt. Hier sind die Pflege, Produkt, Warnhinweise, Gebrauchsanleitung und so weiter. Was mir schon mal sehr gut gefällt, bis jetzt ist kein Plastik hier drin in der Verpackung. Klasse. So, okay, und da sind die Seile. Wieso habe ich 5? Weil dieses Seil habe ich eigentlich nicht mitbestellt. Das müsste eigentlich nicht drin sein. Da muss ich die mal anschreiben, weil das habe ich eigentlich gegen das schwerere eingetauscht. Das ist das 65 Gramm Seil. Das gelbe ist das nächst schwerere. Dann haben wir das blaue.
das Schwarze. Ihr seht auch an den Dicken, die werden immer dicker. Und das hier habe ich kostenlos dazu bekommen. Und das ist, glaube ich, das 500 Gramm Seil. Und das ist, boah, das ist ja mal ein Klopper. Wenn man es so sieht, könnte man sagen, ist ein Kabel, war der an der Wand verlegt. Hammer. Sehr, sehr nett. Und ihr seht hier, sind die, ja, quasi die Anschlüsse für die Griffe. Und ihr seht auch, die sind nicht rund. Okay, die muss man dann halt richtig rum da reinmachen. Na, okay, also, und dann sind die wirklich sicher hier drin. Also ihr müsst aufpassen, dass ihr die richtig rum reinmacht. Und dann ist das Ganze fest. Ich werde auf jeden Fall die Seile, denke ich, noch kürzen müssen, weil, aber das geht auch ganz einfach. Ihr müsst dann hier mit einem kleinen Imbus die Madenschrauben rausmachen, mit einem Seitenschneider das Seil auf die gewünschte Länge kürzen. Aber Achtung, besser langsam anfangen, nicht dreimal abgeschnitten, immer noch zu kurz. Also sich langsam rantasten. Ich weiß von meinen anderen Seilen, dass meine Länge, die ich brauche. Und von daher ist es da relativ einfach. Aber was mir echt gut gefällt, ist hier, dass sie sich so gut gehen. Ich zeige euch mal zum Vergleich meine Seile, die ich im Moment nutze, wie die sich drehen. Nämlich so gut wie gar nicht. Und mein anderes Seil, das leichtere Seil, da seht ihr, da habe ich schon gepimpt, weil mir der Griff zu rutschig und zu schmal war. Das dreht sich so gut wie gar nicht. Also da ist schon allein der Unterschied wirklich top. Und lass mal gucken, wie schwer so ein Griff ist. Also ein Griff wiegt 128 Gramm oder 127,9. Das heißt, der liegt auch echt gut in der Hand. Ihr braucht ein gewisses Gewicht. Also mich hat bei den anderen, bei den Billigseilen gestört, entweder war der Griff zu leicht oder es hat sich nicht richtig gedreht. Und das ist ja alles weg. Und was ich auch haben wollte, war halt gewichtete Seile, weil ihr merkt es wirklich dann im Oberkörper. Bei mir ist oft so, wenn ich jetzt das eine ist ein bisschen schwereres Seil drin habe und springe, dann könnte ich zwar noch springen, aber meine Armmuskulatur macht es einfach nicht mit. Und dann kann man schon mal sehen, wie effektiv das Ganze ist und wie super man halt mit den Dingern variieren kann und wie stark ihr euer Herz hochtreiben könnt und aber auch eure Muskeln im kompletten Oberkörper, Beine sowieso, aber es sind wirklich alle Muskeln im Oberkörper mit dabei und das finde ich super. So, ich freue mich schon gleich aufs erste Workout mit den Seilen. Ich werde die mal durchprobieren. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das 500 Gramm Seil rantraue, aber bis jetzt bin ich echt angenehm überrascht. Gut, über das Design der Griffe lässt sich streiten. Das ist jetzt nicht so meins. Da muss ich wirklich sagen, sind die von Crossrope viel, viel schicker. Aber im Endeffekt, hey, solange die Funktion gegeben ist. Und ja, und ich muss auch sagen, ich habe damit ein deutsches Unternehmen unterstützt und freue mich jetzt auf den Test. Vielen Dank fürs Reinschauen. Schaut euch die Griffe mal an. Die haben immer mal super Angebote. Und dann, wenn ihr gerne Seil springt, könnt ihr mal zuschlagen. Und ja, die App, wie gesagt, ist auch okay. Ich finde, da gibt es noch viel Luft nach oben bei der App. Und ich bin gespannt. Ich werde jetzt erstmal meine Seile kürzen und dann werde ich mal springen. Ach übrigens, ich habe noch so eine ganz dicke Matte hier. Die hat, glaube ich, 25 Euro gekostet bei Amazon. Aber die ist schön groß. Die ist 1,90 mal Meter und 1,2 cm dick. Und das würde ich euch auch empfehlen zum Springen. A, um eure Gelenke zu schonen und B, um euren Boden zu schonen, wenn ihr drinnen springt. Also ich springe die meiste Zeit drinnen. Und ihr schont damit die Seile, ihr schont damit euren Boden, weil wenn ich bei mir am Parkett immer springe, ich denke mal, dann werde ich irgendwann auch da irgendwelche Abnutzungserscheinungen haben. Und mit dieser dicken Matte
seid ihr fein raus. Wie gesagt, meine hat jetzt 25 Euro gekostet und das ist absolut in Ordnung. So, vielen Dank fürs Reinschauen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.